Ich weiß nicht, wie kommt hier das Geschehen? Die Welt kann mich nicht mehr verstehen. Ich bin heute Morgen aufgewacht und es war noch mitten in der Nacht. Und ich weiß nicht genau, ob es so etwas gibt und ob es an der Zeit und Stelle. Die Welt kann mich nicht mehr verstehen. Ich möchte alle meine Freunde sehen. Ich bin erst wach, wenn sie schon schlafen gehen. Und ich weiß nicht genau, ob es so etwas gibt und ob es an der Zeit und Stellung liegt. Schon 10 Jahre lang macht die Band Chocotronic aus Hamburg einfach Rockmusik mit deutschen Texten. Im Rockpalast sind Dirk, Arn und Jan bereits mehrmals aufgetreten. Ein guter Grund, mit ihnen über einige Stationen ihrer Geschichte zu reden. Bei unserem Treffen in Hamburg erschien auch gerade die neue Jubiläums-DVD. Dabei nehmen es Chocotronic mit dem feierlichen Anlass ihres Bestehens gar nicht so bierernst. Wir haben schon ganz lange da immer Witze drüber gemacht, dass wir ja demnächst ins 10-jährige Bestehen unserer kleinen, aber feinen Band kommen. Wahnsinnsjubiläum ist für eine Band. Ne? Das ist halt erstmal nicht so eine Riesenleistung eigentlich, aber für uns eben auf jeden Fall ein Anlass zur Freude. Zur Freude, ja. Rockpalast würde ich jetzt gar nicht so als spezielles Phänomen. Das hat sowas zu tun mit so großen Festivals oder großen so solchen Rocktraditionen, wo man natürlich recht skeptisch dem gegenübersteht, aber wir hatten uns so mal dann entschieden, dass man so manches ganz gut benutzen kann, so eine Bühne, die einem da bereitgestellt wird. Und so hat man das, glaube ich, auch gesehen, ne, zu Anfang, dass man gedacht hat, da sieht, glaube ich, jeder, dass man da nicht wirklich gut reinpasst in diese Schuhe, so, aber da können wir auf jeden Fall von profitieren. So. Wir hatten uns eigentlich eher immer so dazu entschieden, es fast so ein bisschen transparent zu machen, dass man, so wie Arne vorhin schon meinte, dass es eigentlich eine Nummer zu groß ist für uns oder wir in unserer ganzen Organisation als Band und mit den Leuten, die für uns arbeiten, dass wir eigentlich das nicht wirklich gut erfüllen können. So gleich, und daraus so eine Spannung entstehen zu lassen, so dieses bisschen Groteske, was wir auch meinten, so die Verstärker sind viel zu klein, die ganzen Bühnenaufbauten sind mickrig im Vergleich zu dem, was andere Bands da machen. Das nächste Stück ist ein Familienstück, das heißt Der Cousin. Ich habe gestern an meinen Cousin gedacht, was er wohl gerade so macht. Und natürlich habe ich wieder gelacht. Ich habe gestern an meinen Cousin gedacht. Ich habe gestern an meinen Cousin gedacht, was er wohl gerade so macht. Und natürlich
Also vom ersten Konzert an waren immer eifrig Arne Ruf in der Mitte. Ist das deine Familie, die du dafür viel Geld? Das ist jedes Mal, also meine Mutter fährt halt auf jedes Konzert und mein Vater, Cousinen und Cousins halt an großer Zahl. Wenn der, wo er jetzt ja so mehr Major-mäßig untergebracht hat oder bei der Industrie und so weiter, dann gibt es ja da viele Leute, die dann direkt sagen, aha, der große Ausverkauf beginnt und so, jetzt können wir sie nie wieder im kleinen Rahmen sehen. Ja. Seht ihr das auch so? Stimmt. Ist leider wahr. Die haben recht. Die haben recht. Leider unter Bizarre geht's nicht mehr. Schon bald nach Erscheinen der ersten Platte Digital ist besser, enterten Tocotronic die Open-Air-Bühnen. Beim Bizarre-Festival 1996 waren sie somit ein außergewöhnlicher Act für das große Publikum. Dabei wollten sie so gar nicht in das Bild einer posenden Rockband passen. Ihre meist sloganhaften Titel und sehr persönlichen Texte, verbunden mit vehement vorgetragenem Noise-Rock, fanden aber schnell Fans. Die Jugend war bewegt und hatte ihre Sprecher gefunden. Sprachrohr, also diesen Begriff, ich weiß nicht, löste mir irgendwie ganz negative Emotionen aus. Eigentlich waren die Sachen, die Texte am Anfang hatten fast schon sowas von einer Privatsprache oder so einem Privat,
Code oder so, ne? Also oder Privatwitz oder wie auch immer man das nennen mag. Und dass einem diese Sprachrohrfunktion dann so angedichtet wurde oder dass das so rüberkam, steht eigentlich fast im Gegensatz zu dem, wie es intendiert war. In der Anfangsphase waren die extrem extrem spontan, sind einfach losgegangen. So war ja auch die Musik, die Songs wurden unglaublich schnell geschrieben. Also Dirk hat die Songs in ganz kürzester Zeit rausgehauen, hat die Texte geschrieben. Die Songs waren ja sehr einfach, also auch von der Machart. Und die Texte waren ja auch sehr, ich sag mal, einfach plakativ. Sind alle ready? Das erste Stück. Das dritte Stück. Von uns als Band. Heißt Freiburg. Oder war das? Klar, weil ich ja da mehr oder weniger aufgewachsen bin. Und deshalb heißt es eben auch Freiburg und nicht Würzburg oder so, weil ich da nicht aufgewachsen bin. Aber dem zugrunde liegt natürlich auch so eine Art. Ich glaube nicht, dass das wirklich oder zumindest nur zu einem gewissen Prozentteil oder so in dem Sinne authentisch ist. Dem zugrunde liegt schon so eine Sprach- oder Formverliebtheit, so wenn man diese Sätze aufschreibt, ich weiß nicht, wieso ich euch so hasse, Fahrrad dieser Stadt, da liegt zuerst mal so eine Komik drin, diese sperrigen Sätze hinzuschreiben und daraus dann so ein ganz klassisches, fast so ein bisschen Neil Young-artiges Rockstück zu machen. So. Mhm. Also eine Band wie die Ärzte zum Beispiel sagen das immer, dass die so formverliebt sind und so weit entfernt davon ist es, glaube ich, nicht. So. Natürlich steckt da ganz viel Erlebtes drin und ganz viel wirkliche Abscheu oder so vor bestimmten Menschen in Freiburg oder bestimmten Strukturen da. Aber der Prozess, das hinzuschreiben und so zu formulieren, ist ja auch schon erstmal eine. Macht ja Freude und an der Form oder so, ne? Auch dieses Protestsong-hafte, so dieses Schema zu übernehmen und dann auf sowas völlig Unbedeutendes
wie Freiburg zu übertragen oder so. Oder Backgammon. Ja. Oder Backgammon oder Tanztheater oder so, wo man sagt, darüber kann man sich eigentlich ja nun wirklich nicht aufregen. Danke. In der schönen Tradition der Ostermärsche spielen wir jetzt einen Protestsong. Er heißt, Sie wollen uns erzählen. Nach der dritten Platte Es ist mir egal, aber, gefolgt von liebevoll gemachten Videos sowie vielen Konzerten, erschien mit der CD K.O. OK 1999 eine deutliche Weiterentwicklung ihres Stils. Und gleich dreimal Oktober. Herausragender Titel war die Single Let There Be Rock. Man tauschte den ein oder anderen Verzerrer für eine eher zitathafte musikalische Anschauung ein, ohne dass es dabei an feinsinniger Beobachtungsgabe und Witz fehlte. Natürlich war aber K.O. OK schon so ein Neuanfang für uns, wo wir wirklich gesagt haben, so, das muss jetzt mal anders sein, was man immer so rübergerettet hat von einer Platte in die nächste, das muss jetzt auch mal gestoppt werden. Was wäre das vorher gewesen, was ihr dann hättet rüber retten wollen? Na, zum Beispiel diese Gegenhaltung, so, ne? Dieses Dagegensein und dieser Protest. Oder willst du das egal? Ja, auf der textlichen Seite ja. Und ja, musikalisch betrachtet einfach das Schema: Gitarre unverzerrt, dann Big Muff verzerrt. Ne? Das
erschien uns auch irgendwann sehr langweilig. Ja, das war bei dem Stück Let There Be Rock bestimmt sehr, sehr auffällig, dieses bisschen konstruktivistische Moment, dass man mit Zitaten arbeitet und ein Stück, ein Titel von einem ganz bekannten Stück, in dem Fall von AC/DC, benutzt und Final Countdown mit einbaut und so. Das war da bestimmt sehr, sehr auffällig, obwohl es dieses Moment, Stücke so ein bisschen am Reißbrett zu entwerfen, bei uns schon früher gab. Also auch Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein, ist eigentlich klar. So entstanden. Glaube, das war erst ein aufgezeichnetes Schema. Ja, stimmt, das war eigentlich ein Diagramm, was wir gemacht hatten. Ein Schema, wie kann man ein Stück bauen? Und dann hatten wir so Diagramme gezeichnet mit Pfeilen und so, dahin geht das und so. Also dieses, ja, das klingt immer so hochtrabend, aber dieses Konzept, Kunstartige, diesen Ansatz, der war uns schon auch immer sehr, sehr wichtig. Okay. Wir dürfen nur noch ein Stück spielen, wir haben uns irgendwie verkalkuliert, egal. Wir spielen zwei. Ein Stück. Das erste Stück ist selbstverständlich auch antisexistisch, antikapitalistisch, antifaschistisch und der ganze Pipapo. Es heißt Let There Be Rock. Hamburg City. In der langweiligsten Landschaft der Welt. Wir haben uns unterhalten und festgestellt, dass es uns hier gefällt. Die Ausbeutung des Menschen erreicht eine neue Qualität. Und Thema aller Ordnung hörte die Gartenbaukunst hier noch gerne gepflegt. Ich höre dich sagen, mehr leise als laut, das haben sich die Jugendlichen selbst aufgebaut. Let there be rock. Let there be rock. Let there be rock. Und alles, was wir hassen, seit dem ersten Tag, wird uns niemals verlassen, weil man es eigentlich ja mag. Ich höre dich sagen, mehr leise als laut, das haben sich die Jugendlichen selbst aufgebaut. Let there be rock. 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 Gott, nochmal! Nur noch eine Stunde, nur noch einen Tag,
Let Derby rock, verflixt nochmal. Let Derby rock, let Derby rock. Let Derby rock fällt schon eher aus der Platte raus, würde ich jetzt denken, weil es mir gerade einfiel, dass man da das erste Mal drauf gekommen ist, wo man eine Single so auf eine Art konstruiert und sich also versucht, an diesem Format so ein bisschen zu orientieren, was das eigentlich sein soll. So eine Single, die man da veröffentlicht vor dem Album und so. Und von daher steht es schon ein bisschen speziell da. Und dann hatte sich das, sieht man das, kann man das in der Zeit irgendwie im Nachhinein so sehen, weil das damals so eine Diskussion zwischen elektronischer und Rockmusik gab, so was jetzt da fortschrittlicher ist. Und da hatte man auch so ein, wollte man so ein bisschen humoristischen Blick auf die ernste Diskussion. Andererseits ist es aber auch ein sehr persönliches und sehr, sehr tief empfundenes Stück, weil es ja auch eine. Es ist so ein bisschen ein Abgesang auf Rockmusik, weil es ja eine unglaubliche Tristesse, die in diesem ganzen Rockgeschäft dem innewohnt, ja auch beschreibt. Carol von Rautenkranz ist der Labelchef der Plattenfirma Lado und langjähriger Begleiter der Band. Zusammen mit seinem Bruder Chris betreibt er das neue Soundgarden-Studio in Hamburg. Hier haben die beiden schon sehr viel mit der Band gearbeitet. Und für ihn sind die Musiker von Tokotronic zu unverwechselbaren Charakteren erwachsen. Im Prinzip ist es so, dass Tokotronic ein typischer Fall ist davon, dass drei sehr unterschiedliche Menschen perfekt als Team funktionieren. Und zwar, weil sie auch so unterschiedlich sind. Arne ist wirklich jemand, der ein Künstler ist und ein bisschen versponnen ist dabei, so im positiven Sinne, aber wirklich auch in seiner eigenen Welt lebt. Er hat jetzt zum Beispiel bei dieser Tokotronic-DVD, da hat er so die Hintergrundmusik gemacht, hat er so Happy Birthday genommen und das so, hat sich irgendwie aus dem Internet runtergeladen, hat das so verarbeitet und so ein totales Jazz-Rock-Quatsch-Ding draus gemacht. Und so ist das irgendwie auch. Mit Arnim hat man mal so Stücke abgeliefert. Also er ist einfach ein bisschen versponnen. Jan ist so der Masterplaner. Der hat einfach so, also es gab mal den Masterplan, das war so das Tokotronic-eigene Fernsehen. Das gab es quasi schon bevor die erste Platte überhaupt rauskam. Jan ist jemand, der so wirklich konzeptionell denkt. Und auch das Konzept Tokotronic, also der hatte damals die Ideen, oder ich weiß nicht, ob er die Idee hatte, auf jeden Fall kam es mir damals immer so vor, dass alles mit den Polaroids, dass wir das alles quasi so eins zu eins machen, so ganz direkt. Und er hat das dann irgendwie mit Arne immer zusammen gemacht. Also Jan war immer so für das Konzeptionelle zuständig und hat auch sich immer mit den Covern auseinandergesetzt und so. Und Dirk ist der klassische Allround-Künstler, der halt als Sänger und auch maßgeblicher Songschreiber mit die Sachen halt einfach so da so hinwirft und das dann einfach macht. Das Unglück muss zurückgeschlagen werden. Danke. Jawohl. Ist erschreckend, aber wahr, die Dürftigkeit, in die wir Jahr für Jahr in allen Lebenslagen lebenslänglich sozusagen eingeschlossen sind. Und mehr.
Stolz und unsere Würde verloren gehen und die Alltäglichkeit, die man uns jederzeit aus vollen Fässern zapft, macht uns nicht mehr betrunken, sondern viel mehr bewusst, dass das Unglück überall zurückgeschlagen werden Zum Beispiel so ein Stück wie Das Unglück muss zurückgeschlagen werden, ist schon politisch gedacht. Aber da ist eben, oder möglicherweise ist es eben geglückt, das in eine poetische Form zu bringen, so dass es zu uns passt und was bringt und nicht aufgesetzt wirkt und so. Oder oft kann man politische Aussagen zitathaft benutzen oder so. Das gibt es auch in einigen Stücken. Also wir sind eben nicht so die Band, die politische Kampfparolenstücke schreiben kann, weil uns das als Form nie so interessiert hat. Das wäre uns irgendwie ein bisschen zu 1:1 letztendlich. Dass sie meistens fließend sind, das sagtest du, Trick. Ich war im Gedanken vor dir, schien ein nahezu perfekter Ort für derlei Plauderei zu sein. Mir fiel nichts Besseres ein, allein ich war nicht sicher, würde wir verweilen. Unsere Worte werden leiser, sie verschwinden in der Weise einer Zeichnung hier im Sand. Es gibt kein Leben ohne Schande, jetzt wo fremde Schiffe stranden, ist erst recht nichts überstanden. Ab so dann und wann passiert dergleichen in der letzten Zeit. Ich bin ein wenig überreizt, so geht es, wenn man keine Grenzen setzen kann. Doch was diese Grenzen anbelangt, so ist bekannt, ja anerkannt, dass sie meistens fließend sind, das sagtest du als Freitrinken. Ich war im Gedanken vor dir, schien ein nahezu perfekter Ort für derlei Plauderei zu sein. Mir fiel nichts Besseres ein, allein ich war nicht sicher, würden wir
Neben dem mittlerweile typischen Rockverständnis wurde man auch durch andere Musikerfreunde mit elektronischen Klängen bekannt gemacht. Das Interessierte verwischte aber nicht die eigenen Grenzen. Der Grundstein für das Remix-Album K.O. OK Variation war gelegt. Das gab zudem Inspiration für die in der Band schon lange sehr geschätzten Videoproduktionen. Wir hatten auch, als wir uns gegründet hatten, schon ganz zu Anfang, als wir noch nicht mal bei unserer Plattenfirma Lars Dohr unter Vertrag waren, sondern unsere erste Single auf einem eigenen Label, Rockotronic heißt es, glaube ich. Rockotronic. Rausgebracht, hatten wir uns auch so eine komplette, so einen kompletten Überbau überlegt, eben auch so Merchandise-Artikel, damals Fix und Foxy-Hefte. Ja, Sonderausgaben. Die wir mit Tokotonik-Schriftzügen überklebt hatten und so. Also dieses Ganze drumherum und dieser ganze möglicherweise auch zu kritisierende Zirkus, den es um Rockmusik gibt, eben Merchandise und so, das hat uns schon von Anfang an interessiert, auch vielleicht fast auch auf so einer parodistischen Ebene oder so, ne? So das alles mitzudenken und das geht, spielt dann auch mit rein bis hin zu den Videos natürlich so. Wobei das aber dann ein Feld war, wo wir gesagt haben, das überlassen wir die direkte Ausführung oder die Regie und so dann doch lieber anderen. In jüngster Zeit sah man die Hamburger häufiger zu viert auf der Bühne. Wie zum Beispiel bei Rock am Ring 2002 zusammen mit Rick MacPhail. Die Arrangements der letzten CD Tokotronic erforderten einfach mehr Personal. Und das bedeutete dann auch eine neue, feste Stelle in der Band. Ja, wir haben unser Line-up tatsächlich verändert. Nämlich in dem Fall, dass noch ein Freund dazugekommen ist, Richard Arthur MacPhail.
der Gitarre und Keyboards spielt. Weil wir gemerkt haben, dass das zu dritt die Art von musikalischen Vorstellungen, die wir haben, dass das sehr schwer nur noch umzusetzen ist in dieser Dreierkonstellation. Tokotronic sind Teil der Hamburger Musikszene. In Karmas Tanzcafé hat man sich die Nächte um die Ohren geschlagen. Von dem Club ist leider nur noch dieses Gemälde übrig geblieben. Auch im Goldenen Pudel gab es lange Diskussionen über Kunst, Musik und Politik. Journalisten prägten hierfür den Begriff Hamburger Schule, in Anlehnung an die Kunstszene der Frankfurter Schule. Tokotronic wollen damit aber gar nichts zu tun haben. Es wurde ja, dann auch abstrus, weil ja dann solche Begriffe, wie wo wir dabei waren, Berliner Schule auf den Plan gerufen wurden und all sowas. Und das war eben von Anfang an nicht regionalistisch gemeint, dieser Begriff, sondern stellte auf den hier in Hamburg herrschenden Diskurs, das kann man ja sagen, zwischen den Bands ab. Also der Begriff Neue Hamburger Schule wurde gleich synonym gebracht mit dem anderen großen Begriff, der ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, Diskursrock. Was auch schon ein Schwachsinn war, aber vielleicht ein bisschen besser. Immerhin ist da noch was Inhaltliches drin. Ne? Inhaltlich, wenn auch nicht, was nur die Stadt bezeichnet. Klingt aber einfach nicht so toll. Ja. Man kann es ja nochmal wieder versuchen hochzuheben, das ist ja noch was anderes. Ne? Wir sind eigentlich die Könige des Diskursrock. Das Schlachtschiff des Diskursrock. Das Schlachtschiff des Diskursrock sticht in See. Manchmal auch das Narrenschiff des Diskursrock. Gut, komm,